Also morgen ganz Tag frei? Lies mal. Halt auf. Lies die Nachricht. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird ein Vlog. Nada hat über das Wochenende frei bekommen. Ich freue mich mega, denn ihr habt euch einen neuen Vlog gewünscht und wir hatten eigentlich keine Zeit. Da Nada jetzt frei bekommen hat, haben wir über das Wochenende Zeit und wir werden einen coolen Berlin-Vlog für euch drehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega und los geht's! Taschen gepackt, umgezogen. Wir warten jetzt auf ein Taxi. Ja, ich melde mich dann, wenn ich am Flughafen bin. Wird auf jeden Fall eine coole Reise. Bis dann. Freust du dich? Schon wieder diese GoPro. So Leute, mein GoPro ist auch wieder am Start. Was geht? Wir sind jetzt am Flughafen. Ich habe vorhin die Nachricht bekommen, dass frei ist wegen Corona. So, keine Ahnung. Die schieben alle Panik. Hab auf jeden Fall frei bekommen. Krieg ich einen Tüt von dieser? Wir müssen jetzt auf jeden Fall einchecken, because es geht straight up to Berlin. Und ich hab wie immer Flugangst, aber scheiß drauf. So Leute, wir sind angekommen in Berlin. Heil und munter. In der Bahn. Wir fahren ins Hotel. Wir sind jetzt im Hotel. Heute machen wir erstmal gar nichts mehr. Kommen erstmal an, packen Sachen aus, planen den Tag für morgen und nehmen euch dann auf jeden Fall mit. Wir sehen uns dann morgen! Okay Leute, bis dann. Guten Morgen Leute. Wir sind jetzt aufgestanden, fahren jetzt in die Stadt, die kleine Schwester von Nada abholen und gucken, was wir spontan machen. Wird auf jeden Fall witzig. Ne? Ich würde sagen, bis dann. Wird immer witzig. Wir sind jetzt hier in der Gegend, wo Nada aufgewachsen ist. Willst du was dazu sagen? Manche sagen Ghetto. Ich sag einfach eine schwere Gegend. Das ist mein Zuhause und ich liebe es. Und ja, kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Ich zeige euch jetzt einen Ort, wo ich schon ein paar Mal in Luisa war. So Leute, das ist Berlin von oben. Komm mit. Ich hab Angst. Nada, Mann, Nada, komm da weg. Bitte, Mann. Das ist keine Kante, komm mal her, ich zeig dir, das ist keine Kante. Leute, ich erzähl euch was, ne? Als Kind, als man hier ein paar Probleme hatte und das alles zu viel wurde, bin ich manchmal hier hochgekommen, hab mir Steine hier genommen, hier liegen ja überall Steine. Und hab mir so vorgestellt, dass ein Stein ein Problem ist. Und dachte mir einfach so, weg mit dem Problem. Ich habe sozusagen das Problem getötet, so, indem ich es einfach weggeschmissen habe. Manchmal lagen hier keine Steine mehr. Nein, Spaß. Reicht von mir. Hier geht es um Berlin und den Vlog. Hier geht es nicht um Ghetto und meine Geschichte. Ja. Komm, wir gehen an den Rand. Nein, nein, ich möchte nicht an den Rand. Guck mal, wie sie Angst hat. Wir wurden gerade von irgendeiner Nachbarin erwischt. Hier darf man ja eigentlich nicht sein, aber kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik.
Wir sind hier jetzt bei Nadas Familie. Und ja, wir warten auf die kleine Schwester, bis sie fertig ist und dann gehen wir los. Wir sind bereit. Hast du Angst vor dem Fahrstuhl? Wir laufen jetzt die Treppen runter. Mein Treppen ist gut. Ungesund. Und ich hoffe, es ist wie. Herzschlag geht zu dem Beat. Es ist wie Magie. Hat die Welt kurz Angst für den Augenblick. Könnte fast nicht glauben, was hier gerade passiert. Wie im Film und ich glaube es nicht. Ich bin heute Nacht mit dir. Leute, ihr seht auf jeden Fall pure Unterhaltung, wir brauchen kein Radio. Mila ist am Start, Luisa ist am Start. Wir sind jetzt in der Mall. Richtig schönes Wetter. Wir gehen jetzt schnell ein Spielzeug kaufen, dann bringen wir Mila nach Hause. Und dann mal gucken, was wir machen, weil es ist auf jeden Fall übertrieben schönes Wetter und man kann richtig coole Sachen machen. Wir haben Mila eine Puppe gekauft, wir fahren jetzt nach Hause. Leute, kennt ihr noch diese Dinger? Mila, wir sind eine Zuckerstange. Ja. Bitte schön. Wir haben jetzt Nadas Schwester abgesetzt. Immer wird er angehalten. Ja. Willst du jemanden grüßen? Hallo. Ja, alle Jungs. Wir sehen uns, ja alle. Jo Leute, wir sind in der S-Bahn. Wir sind unterwegs. Ich weiß nicht, was heute auf uns zukommt. Aber es wird brutal. Lustig, spannend und sympathisch. Wir holen uns jetzt zwei Fahrkarten, weil wir fast erwischt wurden. Ey, das ist kein gutes Beispiel. Kauft euch immer Fahrkarten. Wir haben die auch nur nicht gekauft, weil die S-Bahn direkt kam. So. Müsst ihr mich heiraten? Ja. Schaffe ich hier rüber zu springen? Wo? Hier? Na, nein. Bitte. Spaß, Spaß. Hätte aber nach hinten losgehen können. Hätte. Das war mal so, kommt aus. Hallo, danke. Wir leihen jetzt einen Scooter aus. Ich habe auf jeden Fall einen Ballon klar gemacht. Mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Freust du dich über deinen Ballon? Freust du dich über deinen Ballon? So Leute, wir haben uns jetzt Scooter ausgeliehen. Nada ist da irgendwo vorne. Und keine Ahnung, was er wieder macht. Er hat einfach eine Person mit dem Luftballon geschlagen. Sag zu meinem Ballon. Krank. Wie krank? Gefällt dir mein Ballon? Warum gefällt dir mein Ballon? Machen wir nochmal. Nein, bei Ihnen nicht. Warum sagst du nochmal? Warum hättest du? Ja, Leute, hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Ja, mich auch. Danke für euer Feedback. Wir haben ein bisschen Schläge bekommen mit meinem Ballon. Das ist Luisa. Ja. Was geht? Kann man überhaupt mit dem Ballon fahren? Komm her, halt mal an, halt mal. So Leute, ich hatte schon Bock auf den Ballon und so. Aber es ist schwer damit rumzufahren. Deswegen habe ich meinen Ballon verschenkt an ein kleines Mädchen. Alles gut. Kannst mich später danken. So Luisa, weiter geht's. Ich leg mich gleich so auf die Fresse. Unglaublich. Auf Englisch, I shut the man down on the press. Luisas Bauer Moves. Ja. Also hier fahren auf jeden Fall voll viele mit diesen Teilen rum. Ich fühle mich wie bei Mario Kart gerade, ja. Zwei Stück vor mir, Luisa hinter mir. Ich will nur, dass ich eine Banane schmeiße. So Leute, das war's jetzt auch langsam mit der Fahrt. Wir sind jetzt am Alexanderplatz angekommen. Und wir gehen jetzt kurz zu Starbucks, Handys laden und die Kamera hier aufladen. Und es macht einfach so Spaß in diesem Wetter. Berlin ist wunderschön. Ist unsere Heimatstadt. Kann man es sagen? Kann man. Berlin ist unsere Heimatstadt, deswegen lieben wir auch Berlin. Ja, manchmal vermisse ich Berlin, aber... Lucky Allah, Mann! Okay, tschüss! Die hält bei jedem, wenn ich die Kamera anmache, hält die eine Rede, ja.
Wir haben jetzt unsere Getränke, chillen ein bisschen, laden unsere Handys und dann geht's auch schon weiter. Bis dann. Wir wollten eigentlich wieder diese Scooter nehmen, aber in der Nähe sind jetzt erstmal keine. Dann kommen wir verrückt jetzt, bitte. Ja. Mit ihm willst du da hin, oder was? Ja, genau. Friedrichstraße, wohnen, wo wollt ihr noch hin? Ja, ans Wasser. Ans Wasser? Genau, ein bisschen romantisch. Das, weil, das ist mein Perle. Guck mal, kennt ihr den Vollpfosten hier, der hier steht? Capital Bra, oder? Ist kein Stadion. Genau. Martin Luthermann. Ah, und Martin Luther. Was er in der Hand hat, das ist ein komischer Comic, das ist das Neue Testament, das ist die Bibel, die er übersetzt hat. Ah. Und er hatte die Bibel vom Latein ins Deutschen. Brauchst du ja nicht lesen, die Scheiße. Wie kommt ihr denn in Friedrichstraße da unten am Wasser? Findet ihr da besonders schön? Oder da haben wir uns früher mal getroffen. Ah. Nice. Und weißt du, wer hier an der Humboldt-Universität mal Professor war? Wer denn? Martin Luther. Nein! Scheiße. Aber so ähnlich. Albert Einstein. Ja, ist doch noch Cousins. Und siehst du, den Hobbit da oben? Den hässlichen auf seinem hässlichen Pferd? Ja. Ja. Soll ich sagen, jetzt enttäuscht mich nicht. Wer kann das sein? Auf Pferd, Lucky Luke, ein anderer, kein anderer kann ich mir nicht vorstellen. Der schnellste Schütze Afrikas. Genau der, oder? Erlagen, Iowa Nitro, gib ihm! Nada, Luisa, ihr famous people. Schön, euch kennenzulernen. Geil. Ja. Wir sind gerade mit dem Fahrrad rumgefahren, Fahrradtaxi. Das war mega lustig und hat auch voll Spaß gemacht. Wir sind jetzt in einem Café. Wir haben uns jetzt noch ein Eis gegönnt. Laufen jetzt zu einem bestimmten Ort. Da haben wir uns früher mal getroffen. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, können wir es euch gerne zeigen. Wir laufen jetzt einfach dahin und melden uns, wenn wir da sind. Das Mädchen hat den Luftballon Scheiße, nicht mehr. Einer hat einfach von dem Mädchen den Luftballon geklaut, ja? Verdammt. Der Ballon ist weg, aber dafür liegt eine Rose da. Schön, ne? So Leute, wir sind jetzt hier an einem schönen Ort. Hier haben wir uns immer früher getroffen, so vor 3-4 Jahren. Wir genießen jetzt noch unser Eis und ich glaube, danach gehen wir etwas Richtiges essen. Ich freue mich schon auch, weil langsam habe ich Hunger. Glaub Nada auch. Worauf hast du Bock? Lass auf drei sagen. 1, 2, 3. Hakiki! Kaplan! Na, Spaß. Hakiki. Luisa, willst du mir deine Liebe beweisen? Ja. Fang mal diese Ente für mich. Fang mal diese Ente. Wenn du mich liebst, fang diese Ente. Machst du so? Bringst. Nada! Nada! Mann! Machst du so? Dann machst du so. Wir sind jetzt am Kudamm und gehen uns jetzt einen leckeren Döner kaufen. Wir sind jetzt bei Hakiki, meiner Meinung nach, bester Dönerladen. Redest du hier? Was willst du? Los jetzt. Achso, scharf und komplett und mit Schafskäse. Dann musst du ihm sagen. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall essen. Markiert, ne? Das ist unser Döner. Salat komplett mit Knoblauch und ein Ei, dann darf natürlich nicht fehlen. Ich würde sagen, guten Appetit. Denn das wird jetzt köstlich schmecken. Unsere Böschlein sind gut gefüllt, zumindest meiner. Wir sind hier jetzt noch am Kudamm. Da quatscht da mit jemandem wieder hinten. Drückst einen Knopf, die ist direkt an, diese Kamera. Ja. Es ist die krass, weil die Leute glauben mir nicht, dass die Kamera krass ist. Die kennst du aus, wenn du schon so eine Waffe da hast. Kannst du ein paar Worte zu meiner Kamera sagen, bitte? Ich kann dir, glaube ich, nichts super Spektakuläres dazu sagen. Sag dann Lüge, sag, die Kamera ist krass. Okay. Also ich gehe wirklich davon aus, dass die Kamera so unglaublich mega geil ist, dass Leute hier wirklich wissen, wie Actioncams funktionieren. Und Leute, die wissen, wie man richtig geile Videos macht. Damit wirklich was anfangen kann. Ich meine, ich habe so scheiß Nikon D7000. Rado, ich sag dir, sag ein paar Sätze, du hast ein Buch geschrieben. Diese ja. Kamera auf jeden Fall, kurz und knapp. Ja, dicker ist meine Kamera. Er weiß Bescheid. Danke dir auf jeden Fall, mein Freund. Danke dir. So Leute, das war's mit diesem Vlog. Wir sind satt. Ja, es gibt nichts mehr, was wir machen. Deswegen beenden wir jetzt diesen Vlog. Liked, kommentiert, abonniert und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!